Hey ihr Leute, die gerne durch die Gegend wandern und Sachen sammeln. Willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Es geht weiter auf Iki. Nachdem wir jetzt letztes Mal nur gesammelt haben, mache ich mal wieder jetzt eine Hauptmission. Und dann stürzen wir uns danach auf die nächste Legende. Oder wollen wir jetzt schon eine Legende machen? Ich weiß nicht. Ist das ein Mongole? Sieht so aus, ne? Ja, fang. Oh oh. Hey. Jetzt reicht's aber. Weine. Oh, gute Frau. Oh, ja, nein. Du darfst. Nein, bitte. Nein. Bitte nicht retten. Sie sagte. Tomoe, was sagte sie? Sie sagte, ich dürfe leben, bis der Samurai kommt. Alter, wisst ihr noch, Tomoe? Und hier haben wir diese Fuchsmaske. Bitte, helf mir! Stillhalten. Sieh an. Der Tag steckt voller Überraschungen. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Ja. Wie sagt sie an? Der Tag steckt voller Überraschungen. Und ihr Freund, Mann oder so, Begleiter, was auch immer, und ihr Pferd wurden getötet. Naja. So, wir gehen mal zurück und machen die nächste Hauptmission. Nach Fune. Ja. Ne? So. Seid gegrüßt, mein Herr. Bitte was? Wo ist Kenji? Kenji, hast du dich... Hat er sich irgendwo jetzt hier untergemischt? Wo ist der Strohhut? Ganz ohne Frage. Kenji, was macht ihr denn hier? Hier gibt es keinen Kenji. Ich bin untergetaucht. Wenn bestimmte Leute wüssten, wo ich bin, wäre ich längst tot. Gut, das dient eurem eigenen Wohl, wenn das erste Schiff nach Tsushima fährt. Bin ich der Erste an Bord, glaubt mir. Ja. Yeah. Natürlich glaube ich dir, Kenji. Aber ich find's gut, dass wir immer einen haben, der uns hier so ein bisschen beisteht. So einen Vertrauten, ne? Ich hätte halt lieber Yuna hier gehabt, aber Kenji ist auch gut. Yuna ist einfach die krassere Kämpferin, natürlich. Jetzt hier echt nur die drei Händler? Niemand, wo ich so meine Waffen auffüllen kann? Das ist doch... Läpsch. Ist doch läpsch. Hört ihr das? Wo geht's da eigentlich hin? Oh. Hat immer noch keiner rausgefunden, dass wir Samurai sind? Das Schiff kam aus dem Nichts, schoss einen gewaltigen, brennenden Pfeilhagel auf uns ab. Unser Zuhause, alles ist weg. Das tut mir leid. Wo ist das passiert? Auf halbem Weg an der Westküste. Seid vorsichtig. Die Schweine erschießen jeden, den sie sehen. Passt auf euch auf. Ich werde tun, was ich kann. Hat Adler noch ein Kriegsschiff? Der Westküste, da war ich noch gar nicht. Unruhige Gewässer. Oh, ich habe in den Kommentaren schon gelesen, wenn es einen zweiten Teil gibt und so weiter und so fort. Ich kann mich nicht mehr genau an den Wortlaut erinnern, aber es wird, glaube ich, leider keinen zweiten Teil geben. Dann müssten sie sich was aus den Fingern saugen, weil die Geschichte von Tsushima ist ja schon fertig. Ach komm, ich mir später. Ich blase. Ist ja schon fertig. Es gab ja nur eine Belagerung. Nee, es gab eine zweite, glaube ich, noch. Also wirklich geschichtlich belegt. Und da haben sie dann
Japan wirklich, glaube ich, auch erobert? Oder Tsushima, die Insel, nicht Japan. Wäre Japan heute ja wahrscheinlich ein bisschen anders. Hoppala. Nicht schlecht, Jin. Ja, habe ich gut überrascht, ne? Ich kann kaum glauben, dass ich das jetzt sage, aber gute Arbeit mit dem Kriegsschiff. Ist das ein Danke? Treib's nicht so weit. Meine Schiffe können endlich die Bucht verlassen. Wenn ihr ein Schiff zurück nach Tsushima nehmen wollt, nehme ich es euch nicht übel. Es dauert nur noch Tage, bis alle auf Iki der Medizin des Adlers zum Opfer fallen. Oder ihrer Armee beitreten. Und wenn Iki fällt, ist meine Heimat dran. In Ordnung, Jin aus Yarikawa. Bleibt hier und helft uns, die Flügel des Adlers zu stutzen. Sie verließ vor Sakai vor Stunden. Meine Speer sahen sie mit dem Haupttrupp losziehen. Sie muss etwas vorhaben. Wo ist sie jetzt? Keine Ahnung. Sie verwischt ihre Spuren gut. Aber ihre Festung ist ohne Schutz. Wenn ihr Haupttrupp weg ist, ist das unsere Chance, vor Sakai mit wenig Gegenwehr einzunehmen. Sogar mit weniger Wachen wird das nicht einfach. Das ist ein Gefangenenlager. Die Gefangenen werden gefoltert und müssen das Gift dieser Hexe trinken, bis sie dem Adler ihre Treue schwören. Ich weiß. Ich bin von dort entkommen. Einige meiner besten Männer sind dort gefangen. Befreit sie und sie helfen euch mit dem Fort. Dann habe ich endlich genug Truppen, um den Adler anzugreifen. Sagt euren Männern, sie sollen hier die Verteidigung stärken. Wenn das klappt, wird der Adler sehr wütend. Das will ich hoffen. Aha. Blitze inmitten des Sturms. Das sollten wir doch wohl hinkriegen. Natürlich alleine. Reise zum Fort Sakai. Ja, es ist immer noch eingenommen. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Ich glaube, über die Straße von da unten, ne? Kann man ganz gut rein. Also gehen wir nochmal zum Markt. Da ist eine Rüstungsschmiede. Man sieht ja auch immer, was da wartet. Ja. Legendenerzähler. Das ist halt dieser Online-Modus. Ich glaube, sonst gibt es hier nicht viel. Hier Minatos Lager. Hier haben wir den rote Farbehändler. Und da unten muss auch noch was sein. Wie gesagt, alleine noch ein Leuchtturm müsste da sein. Naja. Hier wäre es mal zum Fort. Das ist ja immer noch Kriegsgebiet. Komm, Nabu. Ich konnte dich nicht. Alleine, was wir schon laufen müssten ohne Nabu. Irgendwann muss ich doch abbiegen, oder? Es ist ein bisschen schwierig, so ohne Minimap. Aber alleine wie ortskundig Jin ist, ist schon krass. Ah. Komm, ich will mal wieder ein paar Arschgeigen umreiten. Wie sieht's aus? Ach, bleib doch mal stehen jetzt. Ja, ja. Los, Leute. Ich muss die Mongolen ausschalten. Bin ich frei? Ja, ja. Lauf mal. Oh, da zappelt noch einer. Stich mal den Boden. Neben dir. Ich bin auch richtig gut Entschlossenheit. Bisschen Entschlossenheitsgewinn, den ich noch durch die Rüstung habe, extrem viel. Mit der Schattenrüstung ging es halt noch schneller. Seid ihr zu Fune? Ja, bevor der Adler uns gefangen hat. Was seid ihr? Eine Art Samurai? Ein Freund. Fune schickt mich, um euch zu befreien und vor Sakai zu erobern. Der Adler ist zwar weg, aber ihr Kommandant hat hier das Sagen. Kunbisch foltert Gefangene. Bricht uns, bevor wir gezwungen werden, das Gift des Adlers zu trinken. Dann verlässt er das Fort nicht lebend. Geht, meldet euch bei Fune. Ich kann kämpfen. Ich werde kämpfen. Bewaffnet euch und helft mir. Hab ich noch Pfeile? Okay. Nicht schubsen. Ach komm.
Was ist denn da für ein Teil? Kommt her, ihr Arschbacken! Das alles schon mal? Ja, habe ich schon mal geholt. Jungs, Jungs, ihr steht ein bisschen im Weg. Möge euer Tod allen anderen gehen. Ihr könntet euren Vater nicht retten. Wieso glaubt ihr, ihr könntet sein Vorretten? Nicht in Hölle. Eieiei. Verjagen wir die Mongolen von hier. Brecht die Käfige auf! Befreit sie alle! Bewaffnet euch und helft mir. Sofort! Abstechen geht am schnellsten, so. Sind noch mehr von den Jungs gefangen? Nicht so aus, oder? Feiglinge. Weiter! Rache für die Gefallenen! Es brennt aber extrem kurz, das Öl, ha? Jetzt du.
gemacht. War nur der blöde Schamane, ne? Ja, Penner. Danke. Allen Seiten wegschlitzen. Vorwärts. Wegschlitzen von allen Seiten. Nicht schon wieder. Wisst ihr noch, wie euer Vater hier hungernde Banditen zur Strafe an Bäume fesselte? Da ist kein großer Unterschied. Nicht jetzt wieder. Ja. Der Adler wusste, dass ihr zurückkehrt, Samurai. Ihr habt ihren heiligen Trank erhalten. Ein Geschenk, das sie Kriegern und Prinzen anbietet, die würdig sind, ihre Schamanen zu werden. Das will sie? Mich zu ihrem Schaman machen? Eure Verwandlung hat schon begonnen. Ihr könnt die Gabe annehmen, ihr Schamane werden und lernen, im endlosen blauen Himmel zu fliegen. Oder ich vernichte euch im Namen des Adlers. Ihre Gabe ist ein Fluch. Ich unterwerfe mich ihr nicht. Weil ich mach dich kaputt jetzt und wir gucken mal, wie es läuft. Mit der Adlerfrau. Du hast ein Schild, ne? Ihr werdet hängen wie die Bauern. Asama, komm. Jin, warum drehst du dich denn weg? Das Geschenk war verschwendet. Ich werde nie ihr Schamane sein. Ihr solltet mir Dank zeigen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Eine Sau. Ah, nee, er ist ja gar nicht gerannt. Ja.
Fahren Sie das jetzt? Alles abgefackelt. Oh, da kämpft sie noch. Kunwisch gehört mir. Befreit ihr die Gefangenen. Kunwisch gehört mir übrigens. Niemandem sonst. Ja. Ja, wo ist er denn? Ach, da oben. Ich dachte, der ist komplett rausgerannt aus der Festung. Kunwisch. Du! Halt! Ihr vergeudetes Adlersgeschenk! Eure Visionen werden schlimmer werden, treiben euch in den Wahnsinn. Hättet ihr die Gabe des Adlers nur angenommen. Blitze inmitten des Sturms abgeschlossen. Schmiede eine Allianz mit den Plünderern von Iki. Und ich wette, die fallen uns trotzdem in den Rücken, wenn sie rausfinden, dass wir in Sakai sind. Wartet mal ab. Wie, ich bin im... Was? Nicht mal die nächste Stufe. Das ist ja frech. Ich dachte, ich habe mir schon mehr Ehre verdient hier. Kunwisch tötete einige meiner besten Freunde. Endlich hat der Feigling bekommen, was er verdient. Auch wenn dazu ein Samurai nötig war. Wir haben ihn gemeinsam besiegt. Aber der Adler wusste, dass ich herkomme. Deshalb ließ sie vor Sakai schutzlos. Damit ich anbeiße und Kunwisch mir ihre Nachricht überbringen kann. Jetzt ist der Dreckskerl tot und sie hat das Fort verloren. Dank euch können wir endlich zurückschlagen. Sammelt alle, die kämpfen können und geht zu Fune. Der Rest kann hier unterkommen. Mit ein paar Reparaturen hält vor Sakai dem Mongolen stand. Ein guter Plan. Einen Moment noch. Nehmt diese Satteltaschen. Ein Samurai kann die sicher gut gebrauchen. Das kann ich. Vielen Dank. Gute Reise. Wir sehen uns in Funes Zuflucht wieder. Ich bin ja eigentlich kein Samurai mehr, muss man mal ganz klar erwähnen. Satteltasche verdoppelt die Munitionsmenge, die du aufnehmen kannst. Zusätzliche Munition landet in deinen Satteltaschen und füllt dein Inventar auf, wenn du auf dein Pferd steigst. Das ist ja geil. Ja! Überschüssige Munition wird auf dem Pferd gelagert. Das ist ja richtig geil. Cool. Und Stammesschrecken, eine Fratze der Angst und des Schreckens auf Iki, die sich gegen jene wendet, die sie brachten. Was? Diese Maske kann nicht zusammen mit einem Helm getragen werden. Okay. Sieht fies aus, ne? Passt auch zu meiner Rüstung ganz gut. Besser als der Affenmann. Ja, Massaker im Dorf Kidafure. Ah. Was denn? Ach, direkt. Ach ne, ich muss wieder zu Fune. Fugu. Da war ich auch noch nicht. Haben wir hier noch? Ah, cool, die Festung gehört uns. Das ist ein ziemlich großes Fleckchen, muss man mal sagen. Was sehe ich das von hier oben? Der Gabelung muss das sein. Oh ne, ich sehe hier keine Straße. Vergiss es. Ah, voll geil. Voll geil. Das mit der Satteltasche, das ist eine sinnvolle Verbesserung, würde ich sagen. Oh, wo bist du denn rein teleportiert, Nabu? Oh, guck mal, wie schön überall. Diese weißen Blüten. Hier sind aber auch immer vier Jahreszeiten, oder? Auf den Inseln.
Was denn? Äffchen. Alter. Wow. Gutes Pferd. Wenn dein Inventar voll ist, wird... Ja, ist ja gut. Ich hab's doch verstanden. Kommt her und kämpft! Au. Oh, das war zu früh. Nicht euch. Boah. Sie hatten keine Chance. Was ist hier eine Geisel? Hallo? Ach da. Alles wird wieder gut. Ja, alles, das verspreche ich dir. Alles, alles. Ah, mein Hals. Habt vielen Dank. Den Kerker ertrage ich. Das Gift des Adlers. Geht. Gebt auf euch Acht. Wie mein Hals, du bist nur ein Kopf. Ein schwebender. Aus meiner Sicht. Warte. Erweise, was? Vermächtnis-Tilga. Okay, deine Legende wächst. Ich bin Vermächtnis-Tilga. Ich bin Telleraufesser. Oder Tellerleeresser. Geil. Okay, wo ist denn hier jetzt der Ort? Talisman der vielseitigen Fertigkeiten. Verdoppelt den Effekt von niederen Talismanen, wenn kein anderer Das ist geil. Also, er verdoppelt den Effekt, wenn ich... Fällt beim nächsten Raubzug die Haare aus den Augen. Sehr gut. Wenn ich jetzt niedere Talismane trage, Talismänner, Männerer, Männerse, warte, wir gucken nochmal, ich zieh's sowieso nicht an. Dann kann ich mir eigentlich den zweiten Talisman sparen, dieser Art. Also glückliche Rückkehr. Aber dann müsste ich hier einen rausnehmen. Ach komm, verängstigen. Das nutze ich eh nicht mehr so oft. Ja, Talisman der vielseitigen Fertigkeiten. Dann kann ich den nämlich rausnehmen. Jetzt haben wir nämlich schon die 30%. Effekte mit Prozentchancen treten 50% häufiger ein. Das ist schon geil. Was? Halte nach einer erfolgreichen, sicheren Landung 2 Entschlossenheit. Hä? 25% erhöhter Entschlossenheitsgewinn. 15% mehr Gesundheit, wenn ich mich heile. Ja, da heile ich 30% zusätzliche Gesundheit. Das wäre gar nicht mal so schlecht, weil ich kriege hier eh mal richtig fett aufs Mett. Komm. Habe ich dann eigentlich immer noch den ersten davon? Na gut, das macht ja Sinn, wenn man beide ausrüstet, aber... Ah. Feuerdoktrin. Oder zieht den Gegner wegen anderen mehr Schaden zu, ist auch schön. Halte ich mal der Verjüngung. Regeneriere im Kampf bis zu 2 Entschlossenheit. Das ist krass, dann habe ich da ja 4 Entschlossenheit im Kampf. Nehmen wir mal das. Das ist richtig gut. Oha. Ist das nicht da, wo die Schiffe sein sollten? Aber dann sinnieren wir ein wenig über die Vergangenheit mit Papa. Hier schlugen meines Vaters Truppen ihr erstes Lager auf. Mit Vati. Mein Herr, euer Vater ist bereit für seine Ansprache. Legt eure Rüstung an. What? Gibt's Kinderrüstungen? Wie in der 10a Kinderabteilung? Alter Schwede, die sieht
Ruder aus. Kommt, euer Vater will euch bei den Männern sehen. Ich meine, wir sind ja auch ein Fürstensohn, oder? Sie betrachten sich als die Herren von Iki, Fürsten des Meeres. Doch ich rieche keine Fürsten. Wisst ihr, was ich rieche? Ratten. Gierige, boshafte, seuchentragende Ratten. Und jetzt kennen wir ihr Nest. Ich würde sagen, da hören aber nicht viele zu bei der Ansprache. Komm mit. Verzeiht, Vater. Jeder Krieger unter eurem Befehl schuldet euch 5 Köpfe. Und mir schuldet ihr 50 Köpfe. Jeder. Wer weniger liefert, schwimmt nach Hause. Ich geb dir 500, Vater, später. Wir marschieren zum Takenotsushi. Vater. Lass ihn mich im Licht ansehen. Diese Rüstung trägst du? Nicht schlecht. Die Schulter ist lose. Ein guter Schlag. Mehr braucht es nicht. Verzeihung. Ein Krieger lernt aus seinen Fehlern. Oder sie begraben ihn. Doch du stirbst heute nicht. Denk an deine Ausbildung. Und bleib immer dicht bei mir. Ihr wolltet mich hier nicht. Jetzt bist du hier. Pass gut auf. Schärfe dein Können. Mach deinen Vater stolz. Seid ihr stolz auf mich, Vater? Um ehrlich zu sein, so wie es gelaufen ist, glaube ich, nein. Weil Shimura ist auch nicht stolz, sein Onkel, so wie es halt sich entwickelt hat mit seinen Fähigkeiten. Mehr Ninja als Samurai oder mehr so Meuchelmörder. Ninja waren ja, glaube ich, nur... Also waren die nicht sogar Überbringer von Botschaften und Kamikaze-Mörder? Teilweise, also es geht da glaube ich auseinander, aber manche sagen, es sind Kamikaze-Mörder und andere, nee, die waren so geschickt, die sind auch immer wieder abgehauen, wenn sie jemanden gemeuchelt haben. Naja, jedem das seine, ich weiß es nicht. Kann man mal googeln oder man lässt es. Oder man schaltet wieder ein nächstes Mal zu Ghost of Tsushima bei mir und liken und kommentieren wäre auch super. Ich danke euch sehr, wir sehen uns wieder. Bis dann, tschüss.